Willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Wir sind diesmal, also was heißt diesmal, wir sind wieder am Bunkern Squadern Nein, das hat gepasst. und werden diesen letzten Bunker Gute. aus dieser Gruppe jetzt mal erkunden. War nicht gerade eine Kiste? Nö, sah nur so Also aus. dieser Bunker hier ist echt das allerletzte, finde ich. Und hier waren wir doch schon. Ja, aber Eingang auch nie. Geht nur am Eingang? Du musst ja mal nachladen gerade. Aber Taschenlampe wäre sinnvoll. Okay, ja, stimmt, du nimmst ja auf. Also ich spiele ja ohne. Was? Du nimmst ja auf, das macht Sinn, aber ich spiele ja immer prinzipiell ohne, sagt ihr. Ohne Taschenlampe. Ja. Warum? Weiß nicht, ich Da finde, sieht man das nichts. blendet einfach nur, wenn du zielst. Darf ich hier raus? Du stackst in mir. Also ich bin hier hinten an die Wand gedrückt. Guck mal, ich öffne jetzt die Wand hier. Da stand ich eigentlich. Asynchronität, der Charakter. Oh, hier lang müssen wir. Gehen wir schon da lang oder gucken wir es woanders? Wir können hier lang. Na gut. Easy. Schnelle Mission, Stromversorgung hey. wiederherstellen. Oh mein Gott. Achso, das ist ein Tick. Hinter uns war auch noch einer. Ich hab mich gewundert, warum sich die Leiche auf mich geworfen hat. Das war ein Tick. Friss die Leiche. Oder noch mehr. Was hin? Ah, der Ausgang wahrscheinlich. Ja, kann gut sein. Hopp, jetzt Ausgang. Abgesperrt. Na gut, dann gehen wir einen anderen Weg. Guck, das blendet hier voll. Mach mal Licht aus. Das sieht viel besser. Oh, nee, jetzt sehe Alter. ich gar nichts mehr. Ja, bei mir auch. Ah! Nicht reloaden, Taschenlampe anmachen, hinter mir. Wobei, Hinter den Tick dir? sieht man im Dunkeln dann ganz gut. Abgesperrt. 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 Ah. Kennt schon den Folgentitel für diese Folge. Abgesperrt. Hier, blaue Tür. Abgesperrt, nein. Oh, hier ist was. Hier. Lecker. Hier ist Strom. Bei mir war Loot. Wir müssen Informationen zum defekten, da ist es, lesen. Die Nachricht besagt, der Generator ist wieder kaputt gegangen. Ich bin mal kurz zum Notstromraum, um den Notfall-Dieselgenerator einzuschalten. Nichts anfassen, bis ich zurück bin. Arne. Gut, dass wir dreimal auf den Knopf gedrückt haben. So, also Arne müssen hat wir wahrscheinlich jetzt... überlebt gehabt und wurde jetzt gerade von dem Generator irgendwie zermalmt. Ah, sieht ja schon besser aus hier. Ja, hier sind wir falsch. Ist doch gar nicht. Langweilig. Aber die Bettelmucke passt ganz gut jetzt hier zu Vincent. Nur, dass hier nicht gebettelt wird. Ja, ich finde aber, das macht so ein spannendes Flair. Wie bei GTA da, diese Stealth-Kämpfe da, wo du eine Maske auf hast im Dunkeln. Der eine hat eine Knarre, der andere eine Axt, weißt du noch? Mhm. Ein bisschen hat das hier dieses Feeling. Oh, Muni. Ah, oh, Panzer. Noch einer meiner liebsten. Ich stopp der Muni. Okay, warte. Ich hab auch noch was für dich. Wo bist du? Wir sind da auf dem Granaten. Ich stehe hier. Ablegen und ablegen. Ich hab gerade auch noch was hingelegt. Wo ist eigentlich mein Tick? Dort. Danke. Ja. Da liegt wie gesagt auch noch was für dich, ne? Aber ich könnte noch. Hast du das vergessen? Ne, ich hab die ignoriert. Hier, wir müssen da lang. Ich kann nicht sagen, was machst du da? Ich bin immer gut, wenn der Notstrom nicht einfach direkt neben dem Hauptstrom ist. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Die sind schon tot. Genau wie bei Jurassic Park. So, ja, ich muss mal die Sicherung reinmachen.
erstmal quer durchs Raptorgehege durch müssten. Es war ja nicht das Raptorgehege, aber halt an dem Teil vorbei. Moment, dafür haben wir keine Waffe aus. Jetzt kann ich. Hey, da wollte ich lang drauf fahren. Das Ding bummert halt richtig vom Sound her. Jo. Muss ja auch. Jetzt garantiert das Tau Empire, was hier gerade kommt. Aber die könnten ruhig mal Muni haben, die man auch gebrauchen kann. Nee, Mann. Ich bin übrigens nicht stolz, dass ich die am Wochenende so richtig schön weggeböllert habe. Aber es war close am Ende, also das war echt nervig. So, hier haben wir nochmal Muni für dich und hier können wir einschalten und... Oh, Muni für dich und mich. Und das müssen wir auch noch einschalten. Also müssen wir den Generator einschalten. Indem wir auf den Knopf da drücken. Aber mir wurde nicht angezeigt. Gut, dann auf zum Feldzugsplan. Moment mal, ich habe erst nochmal Sachen für dich, oder? Na, ich stopp ja auch ein bisschen. Blöp. Ablegen. Lecker. Wo waren wir noch nicht? Alter, also, I-Bettpfanne. Ich bin niemand, der irgendwie so Leuten gerne seine Bettpfanne abnehmen wollen würde. Bäh. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Eine Kiste. Die nicht interessant ist. Oh, Muni für dich. Ah, hier ist noch eine Kiste. Oh, Muni für mich und dich. Ey, ich muss mir was über die Schule erzählen. Also, ich mache ja gerade. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr. Ich fahre weg, guck mal her hier. Ich mache gerade Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Und das ist mega weird da teilweise. Früher hattest du ja in der Schule, also ich rede jetzt über Berufsschule. Früher hattest du ja in der Schule so eine Fächer wie Biologie und hast dann so Anatomie des Menschen und so weiter durchgenommen. Also ein Aufgeschoss. Heute hatten wir zum Beispiel den Bürostuhl. Oh. Der darf nur muss mindestens 5 Räder haben, die Armlehnen müssen bequem sein und der Arm darf nicht auf Metall liegen. Es muss verstellbar sein, Höhe muss verstellbar sein, das muss verstellbar sein. Es ist so unnütz einfach nur. Ja, falls du mal einen bauen möchtest. Nee, aber also, wenn ich jetzt zu meinem Betrieb gehe und sage, ja, mein Arbeitsplatz ist nicht normentsprechend, ich hätte da gerne eine Vergütung für oder Ersatz. Keine Ahnung. Ja, falls der Stuhl nicht gut ist und du irgendwie Rückenschmerzen oder so kriegst. Ja. Dann kannst du sagen, das stimmt nicht, ich möchte was Cooles. Ich habe Rückenschmerzen bekommen. Das stimmt nicht. Ich möchte was Cooles. Gib mir nochmal so ein Munitionsbundle. Hey, warte mal auf mich. Ja, wo bist du lang? Weiter. Wo lang weiter? Welchen Eingang hast du genommen? Nächster Generatorraum. Hä, wo bist du lang? Ah, wo bist du lang? Ich bin einfach stehen geblieben. Ja, selber schuld. Ne, ich hab gerade mein Inventar sortiert. Ja, deswegen sortiert man kein Inventar. Ja doch, macht man. Weil ich hab immer einen Überblick. Nee, hast du eben gerade nicht. Nicht. Deswegen frisst du so viele Medipacks, weil du keinen Überblick hast. Und jetzt? Hier, kann man hier irgendwas machen? Nö. Oh, hier ist ein Rucksack. Oh, ein Rucksack. Boah, krasse Cappy, Alter. Krass. Ja, heute Morgen bei einer 9 Grad, da bin ich dann mit Lederjacke mal rausgegangen, weil hier vom Grill noch meine normale Jacke halt übelst nach Rauch gerochen hat. Mhm. Und heute komme ich so wieder zurück, 21 Grad. War richtig warm. Erst die blaue Tür. Erstmal das Klohäuschen. Oh, Schach! Ich hab mich getroffen, scheiße. Oh, Unterschlupf. Ja. Angenehm. Sind hier Roboter? Nope. Nee, egal. Ja. Jo, in der Schusslinie die Brücke und die alte Garde haben wir jetzt freigeschaltet. Okay, die Brücke ist wahrscheinlich das Letzte, was wir machen sollten, oder? Hermelin, hier spricht Olof Toretva. Krasser Name. Olof ist auch ein schöner Name. Wir haben immer noch ein kaputtes Auto an der Östertörnbrücke und kommen nicht weiter. Wir versuchen, die Leute dazu zu bringen, zu ihren Evakuierungspunkten zurückzukehren. Hermelin, wir haben Beschuss aus dem Süden. Wir haben jetzt Sichtkontakt. Es ist... Oh Gott, was zur Blomberg.
Rechte Position, HEDP-Granate, Feuer, Feuer. Hermelin, wir gehen in den Wald am südlichen Ende der Brücke in Deckung. Wir stehen unter Beschuss. Mehrere. Krass. Achso, das war die Müll. Wo sind die denn alle? Hier ist die alte Garde. Das ist die Schusslinie. Und da oben ist die Brücke. Ja, die Brücke ist wahrscheinlich doch das, was wir als letztes machen sollten. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir die alte Garde fertig. Ich würde sagen, wir machen in der Schusslinie dann die alte Garde und dann gehen wir zur Brücke, oder? Ich will jetzt oben so nach links und Ja, das dann ist halt den also Weg doppelt laufen. Ne, komm, lass doch mal ja. runtergehen. Können Das hier ist eine wir große auch recht. Stadt. Na gut, dann machen wir die Schusslinie. Wegpunkt setzen. Was hat's denn mit der Schusslinie auf sich? Der Funkverkehr zwischen Squadron und dem nahegelegenen Artillerieschießplatz zu Norm-Myra sowie dem Hauptquartier des Panzerbataillons belegt, dass der Stützpunkt zu den ersten Angriffszielen der Maschinen gehört und schon bald keine Meldung mehr sendete. Es klingt, als ob der Stützpunkt noch einen anderen Funkmast beherbergt, den die Maschinen jetzt wahrscheinlich zum Stören des Funkverkehrs nutzen. Der Mast von den Maschinen zu befreien, könnte den Funkkontakt zur Außenwelt wiederherstellen. Das klingt Magdalena. doch mal nach etwas, was man machen sollte. Ja. Wie geht's hier raus da? Schön funken. So, hier Ah, ist eine guck mal. Tür. Da fehlt ein Ö dran. Alter, stell dir mal vor, du musst ja richtig schnell um die Ecke. Ich muss jetzt so Ding. Oh Nee, nee. nee, 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 Nope, so nope. much nope. Ich meine, war schön, dass es da ist, aber es kann jetzt auch wieder gehen. Auf der Seite waren wir noch gar nicht. Doch, ich Oh. habe. Ach, ich dachte, das war kaputt. Dann halt nicht. Ah, ne, die haben alle nur Kackmuni. War gerade am Medikit nehmen. Sehr gut für mich anzugreifen. Ich war gerade am Medikit nehmen, war unfair, mich anzugreifen. Ja. Sogar noch mehr. Oh, hier ist sogar ein Ausgang. Oh, das passt ja dann irgendwo. Irgendwo. Wenn du ausgestorben bist und dich keiner mehr vermisst. Stimmt, aber wo Medikit können wir auch mal eins gönnen? Ja, ein kleines Medikit. Na, ich gönne mir sogar noch eins. Aha. Oh, ja, da bin ich ja bald. Oh, da, lecker. Feierabend hier mal ein Medikit reinhauen. Lecker, lecker. Muss man wieder mehr mit Granaten arbeiten. Aber auch noch einige. Hast du es Relaisantenne in der markiert da Nähe. hinten? Was, wo? Hinter uns. Wenn wir auf dem Weg zu der anderen Mission sind, kommen wir dran vorbei. Und die eins ist jetzt da, wo wir hin müssen. Genau. Also, du bist viel schneller, also wirklich viel schneller als ich. Ja. Hast einfach nur, weil du Sport. Kannst du irgendwie schneller laufen? Also, es geht Ja. nicht darum, dass die Ausdauer bei mir schneller runtergeht, sondern du Ich läufst lauf. irgendwie auch. Ja, ich hab Lauftempo geskillt. Ach so, ich dachte, du hast immer nur geskillt, dass deine Ausdauer Das habe ich irgendwie. auch geskillt. Ja, cool, Alter, dann bleib ich mal hier hinten, ne? Ja, nimm dir dein Fahrrad. Wo geht's hier lang? Zu einem kleinen Haus. Oder irgendwie so ähnlich. Da will ich jetzt mal vorbeigucken. Also ich habe gerade die Abkürzung auf der anderen Seite der Straße genommen. Jetzt biegst du nach links ab, wenn ich hier rechts überhole. Das ist richtig behindert. Abkürzungen sind nicht erlaubt. Die werden sofort gekontert. Merk schon. Aber man muss nochmal anmerken, das Spiel ist echt schön. Boah, stell dir mal vor, wenn das Spiel ein richtiges Horrorspiel wäre in der Grafik. Alter, und dann noch VR oder Slenderman. irgendwie sowas. Ah, ja, Ja, das ist kein. Horror. Guck dir mal hier die Straße an. Das ist Horror. Hier ist ein Unterschlupf. Oh, steht das mal in VR vor? Was ist denn hier mit der Straße passiert, ey? Oh, Adrichspritze. Hier ist irgendwie der Map-Editor explodiert. Ui, wir können die Map nicht mehr halten. Oh, bruch. Oh, hier ist ein Unterschlupf übrigens. Ja, sag ich doch. Ah, okay, cool. Schiebe die Tonnen weg.
Die sind so schwer. Okay. Oh. Egal, reicht doch. Ich habe ja immer noch einen Helm auf, fällt mir gerade auf. Ey, das ist mit dem Fahrrad gespawnt. Mal hier reinfahren in den Grafikbug. Boah, Alter. Fabio, warte auf mich. Ich wurde gegrafikbuggt. Gesundheit. Danke. Ist allergisch gegen Grafikbug. Ja. Der reagiert auf Grafikbug-Stiche. Ganz besonders sensibel. Ich finde es krass, wie gerade die Leute dabei sitzen können hier, also unsere Charaktere beim Fahrradfahren. Ich so. Und die lalalalala. Auch einfach beim Berg hochfahren, einfach schön Rücken gerade. Was war's da mit dem Roadtrip? Drei Waffen und drei Missionen gibt's hier. Dann besteht hier noch gar nichts. Dann fährt ja aber erstaunlich schnell lange irgendwie, ne? Oh! Das war Absicht, wir müssen hier absteigen. Das ist wieder ein richtig schönes Fahrrad. Oh nee. Ja. Boah, richtig Alter, krass. Krass. Ja, Mann. Irgendwas Besonderes drin. Nee. Geil. Wow. Achso. Wow. Was, Kamera? So lange. Ich hab nix abgekriegt, aber du kommst mir erstmal entgegengeflogen. Das Gas, du Dumpfbacke. Ey, hier raus. Alter, du hast dir gerade den Bürostuhl in den Büro-Schreibtisch geschoben. Das ist anatomisch so nicht korrekt, habe ich heute gelernt. Wer schießt hier? Da hinten ist ein Robi, warte mal. Da! Ein Robi krabbelte auf dir, aber der ist jetzt weg. Fabian, Achtung, wird angeschossen. Schon. Vor allem ich loot einfach weiter, so Fabian, Achtung. Kümmer dich mal drum. Also die Mission ist an diesem Gebäude. Finde und zerstöre den Tick, der das Signal stört. Alter, der hat ja wohl einen Tick. Da hinten. Wo ist der Roboter, der die ballert? Warte mal, die ballern noch einer. Warte mal. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Oh, hier Tick! Wo bist du? Ich bin hier in der Halle, du Halle! Ja, warte doch mal auf mich, Alter! Ja, komm doch mal rein! Ihr findet die Tür nicht. Andere Seite, du Lappen. Aua, danke. Jetzt auch erwischt. Also warst du hier drin? Ja. Alter, einmal mit Profis. Ich bin hier in der Halle. Ich finde die nicht rein. Pff, oh, ich wusste nicht, dass du hier drin bist. Alter, guck mal, das ist übrigens die Militäranlage da hinten. Guck mal. Ja, ach nee, ist ja auch ein Militärstützpunkt. Also. Ich bin müde, okay. Du bist einfach dick und doof. Ey. So fett bin ich gar nicht, hab ich gehört am Wochenende. Ne? Aber nicht. Dick. So. Hingekritzelte Notiz. Eine hastig hingekritzelte Notiz. Ach. An den Leser dieses Eintrags. Dieser Militärstützpunkt wird von Maschinen gestürmt. Wir sammeln uns in Havskrogen an der Küste, um bis zur Extraktion auszuharren. Vergesst uns nicht. Vergesst uns nicht. Begib dich zum Gasthaus an der Küste. Warte mal, hier ist noch was zum Anhören, Alter. Boah, krass. Alter, ich kann das nicht anhören immer. Mann, so eine Kacke. Ja, so viel zu hören gibt's hier auch nicht. Ja, ich darf sie eh nicht hören. Ich geh jetzt hier... Ungefähr war das so... Also, ich hab verstanden, was du sagst. Mein Dings ist voll? Was? Ah, ich droppe dir hier Muni. Jetzt auch noch ein bisschen was. Oh, hier ist sogar mal Muni für mich. Also, Platz zerbrechen für dich, das braucht ja keiner. So. Oh, hier war auch noch nicht eine Mission. LOL. Wo bist du denn? Schmuggelpatrouille. Da hinten bist du schon. Schmuggel. Vorzugslieferung. Hä? Wo hast du jetzt gedroppt? Ah, ja. In dem Dings. Ich habe hier noch Muni für dich. Ja, sammel die doch mal ein bisschen. Nee, ich kann Inventplatz. Ich krieg immer so einer Stacks von dir, du kriegst 138er Stacks immer von mir. Ja. Ja, sowas will ich auch haben. So, drop ich jetzt hier.
Ablegen, ablegen. Wenigstens mal mehr als einer. Oder acht. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Da hinten ist das letzte Gefecht. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Militärstützpunkt rein. Boah. Das wäre wohl das naheliegendste, oder? Ich glaube, ich habe ihn gefunden, den Unruhestifter. Nee, doch nicht. Hä, wo ist der denn? Der soll irgendwo noch so ein Kackroboter sein. Hä, ist der besoffen? Bin ich besoffen? Ja. Oh Leute, ich habe ihn gefunden! Ist jetzt weg. Oh, Muni für mich. Boah, ich hab voll wenig Muni, nur noch 1400. Warte mal, jetzt renn doch mal nicht mal vor. Ich renn doch überhaupt nicht vor, du rennst zurück zu so einem komischen Roboter. Ja, weil die Kampfmusik mir auf den Sack gegangen ist. Ich will jetzt rein. Wie sind die Roboter da reingekommen? Per Luft. Das kann sein. Hallo? Ah, ich hab Muni für dich. Wie viel Dietrich habe ich jetzt eigentlich? Oh, hier ist der Eingang, hab ihn gefunden. Ja, schön, ich habe Muni für dich. Ja, dann komm her hier. Nee, komm du her. Nein. Wick dich auch mal zu mir. Ich sammle dann dauernd richtig viel Muni für dich und du immer nur so Zweier-Stack. Ja, weil mehr gibt's nicht. Er hat dann war. Oh, hier Fabian ist noch mehr Zeug. Also ich glaube eine Story oder so. Oh, eine Leiche. Panzerbrechend. Ich hab Vollmantel für dich hier. Ja. Oh, schau. Mein Inventar ist voll, ich muss droppen. Dein Inventar ist voll Mantel? So, hier liegt Muni für dich. Und mich. Nee, das brauch ich nicht. So ein Muni-Pack. Oh, lecker. Hier ist deine Muni, wie gesagt. Ich muss jetzt irgendwie mal was loswerden. Ich werf mal kurz ein paar Granaten drin. So, erwarte, dass du es auf mich wirfst. Au! Toll. Ja, das war Absicht, weil. Haben wir uns angekündigt. Ich kann jetzt. Nein, nein, nein! Medikits verbrauchen, dann krieg ich auch Inventarplatz. Weil, wenn du kannst, noch mehr verbrauchen. Munition kriegen, guck mal hier. Moment, ich was kann gerade nicht. Ich muss jetzt kurz mal diese Granate hier werfen. So, jetzt habe ich endlich Inventarplatz. Nehmen wir alles nehmen. Dann stacken wir das. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Ja, mach Platz, Fabian. So, ich sollte mal vielleicht auch ein paar Kits nehmen. Und du sollst mal zu mir kommen. Wie übelst das Munitionslager für dich hier gerade auf Bord. So, was liegt hier? Oh, Muni. Irgendwas muss ich hier langsam mal weg. Ich mach eins dieser Funkgeräte weg. Ich hab viel zu viel davon. Und es könnte auch mal wieder ein Dicker kommen, weil ich habe noch so einen komischen Lautsprecher von der Drohne auch. Dann können wir es nochmal probieren. Mhm. Und ich kann dann endlich meine Hochexplosive aufbrauchen. Da liegt nochmal Muni für dich, du hast nicht zugehört. Ja, habe ich gerade nicht. Hier, ich habe Muni für dich. Wo liegt denn hier Muni? Hier. Hab ich jetzt genommen. Der Muni-Kasten. Ja, den kann ich nicht. Hast du nicht? Hast du nicht? Doch nicht. Da liegt ein Funkgerät. Mach doch einmal die Augen auf. Da ist 178 Schuss drin, bist du besoffen? Da ist nur ein Funkgerät drin, mehr nicht. Ah, du hast Muni für mich bekommen? Cool. Ja, hab ich noch nie gekriegt, Muni für dich aus dem Teil. Immer nur das, was ich in der Hand hatte. Ja, das habe ich auch in einer Kiste. Ja. Oh, Muni für... Nee, nur mich. Oh, Adrisspritze. Ah, Vollmantel. Vollmantel. Ich habe keinen Inventplatz mehr. Dann droppe ich hier einmal Muni für dich. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich habe aber noch Muni für dich. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Weg damit, danke. Nee, kann ich nicht machen. Fabian, da liegt noch Muni für dich. Ja, ich kann langsam nichts mehr nehmen. Aber beschweren, dass du keine Muni mehr hast. Extrem aufbrauchen alles. Was ist denn das?
Leute, ich werde jetzt einmal diese Medikits weghauen. Na gut, dann droppe ich sie halt so. Ablegen. Zack. Medikits immer wieder hier in die Dingens reingepackt. In die Unterschlupfteile. Kommt man hier. Oh lol, hier wurde ja richtig weggeböllert. Guck mal hier zu mir rüber. Ist einfach richtig Massaker drin gewesen. Also so Computermassaker. Ist irgendwas Krasses dran? Nö. Toll. Ah, doch, hier liegt eine Pistole. Was wo? Da oben. Hä? Im Regal. Da. Das ist ein Revolver übrigens. Keine Pistole. Das ist das gleiche. Nein, ist es nicht. Hier ist noch ein Rucksack. Oh, hallo. Oh, Leute, da kann man reingucken. Das ziehen wir hier hin. Okay, wir kommen da wahrscheinlich erst später rein, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, dann kommt da gar nicht rein. Ey, kann ich dann übelst einen Militärstützpunkt machen? Ja, guck mal auf die Map, da ist überhaupt nichts eingezeichnet. Ja, und muss ja nicht. Also ich gehe jetzt zum letzten Gefecht. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja, okay. Spielverderber. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.